Hallo Widder, herzlich willkommen zu Alena Tarot. Mein Name ist Alena Widder. Heute möchte ich gerne für dein Sternzeichen, für dich oder für die Person, die du kennst, ja, diese Liebeslegung teilen, wo es darum geht, wie sind die wahren Gefühle deines Gegenübers, deines Herzensmännchen, Seelenpartner, Zwillingsflamme, nennt es wie ihr möchtet. Wichtig ist einfach, dass du um die Person fragst, die dir wirklich am Herzen liegt, okay? Eigentlich wollte ich das so machen, dass der blaue Engel für die Männer ist, die hier sind, zu fragen um eine Frau oder um einen Mann. Und der rosa Engel für die Frauen, die um eine Frau fragen oder um einen Mann fragen. Jetzt habe ich aber mich kurzerhand umentschlossen und habe gesagt, ich überlasse euch die Entscheidung. Ja? Wenn ihr Mann oder Frau seid, passt es einfach an. Blauer Engel, Option 1. Rosa Engel, Option 2. Ja? Ich empfehle euch, das Video bis zum Schluss durchzuschauen, weil wir haben oft mal, dass die Energien gebündelt sind und man sich in der anderen Option widerspiegelt. Widder, ich bitte dich, schließe ganz kurz deine Augen. Atme dreimal tief durch, Widder, bitte. Hui, guck mal, die Person möchte schon reden. Widder, visualisiere diese Person. Sprech ihren Namen oder seinen Namen aus. Atme weiter tief durch, Widder. Sprech den Namen dieser Person aus und frage diese Person, was sind deine wahren Gefühle für mich? Wie geht es weiter? Wow, schau mal, diese Energie, um die es hier geht, ja, ist schon gestärkt. Das heißt, dieser Mensch hat Konflikte hinter sich gelassen. Diese Person hat arbeitstechnisch alles geregelt. Diese Person ist auf dem Weg zu dir, hat ihre Gedanken, Gefühle geordnet, hat eine sehr schwere Phase auch hinter sich. Hier geht es um eine Dualseele, um eine Zwillingsflamme, um eine Konnektion, die aus Vorleben besteht. Dieser Mensch weiß ganz genau, egal ob ihr Kontakt habt, egal ob ihr keinen Kontakt habt, ja, egal ob ihr in einer Dreieckskiste seid, Latte Wurst, hier geht es darum, in Option 1, der blaue Engel, ja, hier ist eine Verbindung aus Vorleben und dieser Mensch spürt das oder du spürst das schon, ja, hat er oder sie wahre Gefühle für dich, auf jeden Fall. Mit dir hat dieser Mensch eigentlich alles gehabt oder könnte alles haben. Das Thema ist einfach, wenn hier Kinder dazwischen sind, wenn es um eine Dreieckskiste geht, ja, wenn es um dritte Personen geht, die hier noch Einfluss gehabt haben, die werden schwinden. Jetzt geht es nur darum, wie sehr bist du bereit, diesen Menschen auf dich zuzulassen, ja, wie sehr bist du bereit, diesen Menschen auch zu verzeihen, wie sehr bist du bereit, ja, zu sagen, du bist mein König, meine Königin der Herzen, der Liebe, mit dir möchte ich alles teilen. Hier geht es nicht um die andere Person, sondern ganz tief in deinem Unterbewusstsein geht es um dich, wie sehr du bereit bist, ja, dich für diesen Menschen zu entscheiden. Einige von euch seid ihr in einer Dreieckskiste, einige von euch müsst ihr euch zwischen zwei Menschen entscheiden, ja. Wir haben hier Stier, Jungfrau, Steinbock, Löwe, Widder, Schütze, Krebs, Fische, Skorpion. Muss nicht sein, aber diese Energien schwimmen hier rum. Fakt ist einfach, wenn du nicht derjenige bist, oder diejenige bist, die sich entscheiden muss zwischen zwei Menschen, ist es dein Gegenüber. Aber die Sache ist, diese Person kommt gestärkt auf dich zu, wird sich womöglich trennen, ja, möchte einen Neubeginn mit dir, möchte dir sagen, lass uns alles zurücklassen, ich bin bereit für einen Neuanfang, aber bitte, vertrau mir. Also dieser Mensch, ja, ist schon wirklich auf dem Höhenflug, wird sich entscheiden, sobald die Zeit reif ist, um alles zurückzulassen. Und dieser Mensch möchte wirklich einen Neuanfang mit dir. Weiß aber auch über deine Impulsivität, aber die Kommunikation kommt, ja. Der Herzschmerz geht raus, die Freiheit kommt wieder rein, die Leichtigkeit. Alles, was dazwischen war, wird zurückgelassen. Aber dieser Mensch weiß ganz genau, ohne dich, nicht einmal bis zur nächsten Mülltonne, mit dir bis ans Ende der Welt. Also diese Person hat wahre Gefühle für dich, kämpft nochmal mit ein paar Sachen, ja, aber schlussendlich vertraut dieser Mensch darauf, dass diese Verbindung, die ihr habt, wirklich nach vorne getrieben wird. Nicht nur die geistige Welt animiert euch, sondern ihr euch selber. Also gebt dieser Liebe wirklich eine Chance. Ihr könnt wirklich von einer Kaulquappe bis zum König, zur Königin mit diesen Menschen reifen und wachsen, weil hier geht es um eine Verbindung, wirklich, die schon aus Vorleben besteht. Und gerade wenn wir über Dualseelen, Zwillingsflammen, ja, über diese eine wahre Seele sprechen, die Seelenpartner. Es gibt 13 Prozesse, die Seelenpartner wirklich erstmal durchleben dürfen, um auch zu dieser Mission zu gelangen, das, was sie sich versprochen haben, zu erreichen, zu leben und dann an eine Partnerschaft zu denken. Das Thema ist nicht mal eben so easy. Schaut in meinem Kanal nach, ich habe mehrere Videos darüber gemacht. Q, L, G, O, V, J, D,
KV. Pass die Buchstaben an, wenn sie nicht für dich sind, lass sie ziehen, dann sind sie für jemand anderen wieder, ja? Aber ich kann dir garantieren, dieser Mensch kommt auf dich zu, die Klarheit ist da, es fehlt nur noch ein bisschen an Bereitschaft, ja? Und auch zu sagen, ich weiß nicht, wie du reagieren wirst, das denkt dieser Mensch sich, ja? Diese Person hat Angst vor Ablehnung, Zurückweisung, dritte Personen dürfen noch zurückgelassen werden, karmatische Beziehungen zurückgelassen werden, aber dieser Mensch möchte definitiv, ja, nicht nur deinen Körper, sondern möchte definitiv mit dir einen Neubeginn haben, eine Annäherung und möchte dir zeigen, was ganz tief in ihm drin ist oder in ihr drin ist. Ja, also gib dieser Sache wirklich eine Chance. Wow, Widder, Option 2. Schließe die Augen ganz kurz, Widder. Konzentriere dich auf meine Stimme. Eure Energien sind heute sehr aktiv, ja, deswegen rede ich auch ein bisschen schneller. Wahnsinn, Leute. Augen schließen, Widder. Dreimal tief durchatmen. Nenne den Namen dieser Person, visualisiere sein Gesicht oder ihr Gesicht, die Stimme, die Haare, was dich so fasziniert. Nenne den Namen dieser Person und frage, was sind deine wahren Gefühle? Was fühlst du wirklich? Wow. Ja, guck mal, hier gibt es eine krasse Anziehungskraft. Wenn wir den Teufel haben, wisst ihr, der Teufel heißt nie was Gutes. Ja, hier geht's vielleicht auch um Untreue, vielleicht habt ihr euch auch hintergangen gefühlt beide, ja, oder ihr wart euch vielleicht untreu, nicht ganz ehrlich, Latte egal. Aber wir reden über die Gefühle und hier gibt's eine sexuelle Anziehungskraft, hier gibt's eine Begierde, hier gibt's ein, man kommt nicht voneinander los. Dieser Mensch hat Angst, dich zu verlieren, ja. Dieser Mensch hat vollkommen Angst, dass du mit jemand anderem was anfangen könntest. Dieser Mensch schläft auch nicht, ja. Es geht um Vertrauen, also hier darf man wirklich wieder ein Vertrauen aufbauen. Man hat viel zurückgelassen, man hat viel gekämpft, ja. Man war sich nicht immer grün, alles, was du möchtest. Wir haben hier viele Störfaktoren durch Familie. Wir haben viele Störfaktoren durch Untreue, durch Lügen, Narzissmus vielleicht, Dominanz, okay. Hier geht es aber darum, wenn es um eine Dreieckskiste geht oder einen Störfaktor, ja, müsst ihr euch irgendwann entscheiden, ganz wichtig. Aber wir reden über die Gefühle. Dieser Mensch hat eine passionierte Anziehungskraft mit dir, eine sehr leidenschaftliche, er hat sehr viele Vorstellungen mit dir oder sie, fühlt sich aber auch hintergangen, verletzt. Diese Distanz, die ihr gerade habt, ist wichtig, damit diese Energie erkennt, ja, dass man nicht klettet, dass man nicht immer in Kontaktabbruch bleibt, ja, sondern man darf fließen lassen. Das heißt, dieser Mensch hat Gefühle für dich, ja. Ja, dieser Mensch hat wahre Gefühle für dich. Also im tiefen Inneren hat dieser Mensch wirklich Sehnsucht nach dir, sexueller Natur, ja, körperlicher Natur, menschlicher Natur, aber auch liebestechnisch. Gefühle sind da. Das Thema ist einfach, dass diese Energie gewöhnt ist, das zu bekommen, was er oder sie möchte oder kommt mit Ablehnung nicht klar. Wenn du ihm diese Nähe nicht gibst, dann sucht er oder sie sich das woanders. Aber nicht, weil sie das möchte oder er es möchte, sondern weil diese Person das so gewöhnt ist, ja. Das heißt, diese Trennung von dir, die Distanz von dir ist jetzt wichtig, damit diese Person spürt, dass du kein Hampelmann bist, ja, dass du kein Bungeeball bist, sondern du bist für diesen Menschen die Imperatorin. Ja, die Schönheit, die Leidenschaft, die Sinnlichkeit. Dieser Mensch begehrt dich bis auf die Zehennägel. Ja, was lässt er zurück? Depressionen, Abgeschlagenheiten. Alles, was du dir vorstellen kannst, wird es hier, guck mal, im tiefsten Inneren weiß dieser Mensch, dass nur du, egal ob du Mann oder Frau bist, ja, diese Sehnsucht, diese Wünsche erfüllen kannst. Noch schaut ihr beide in eine andere Richtung, weil der Prozess liegt ein bisschen an dir, aber vor allen Dingen an den anderen Menschen zu erkennen, dass du nicht nur ein Objekt bist, ja, sondern dass diese Person auch seinem Herzen Folge leisten soll. Kommt dieser Mensch auf dich zu? Auf jeden Fall. Hier wird eine Distanz zurückgelassen. Ja, eine Distanz wird zurückgelassen und dieser Mensch wird definitiv auf dich zukommen und dir nicht nur sagen, ja, was in seinem Inneren ist, sondern auch sagen, dass ohne dich nicht einmal bis ans Ende der Welt mehr, nicht einmal bis zur nächsten Straßenkante, ja, nicht einmal bis zur nächsten Mülltonne, weil dieser Mensch möchte nicht noch einmal durch diese ganzen Höllen gehen, ja, die Ängste, die Unsicherheiten, die schlaflosen Nächten, Depressionen. Egal, ob er nach außen hin postet, wie gut es ihm geht oder ihr geht, ja, egal, was nach außen hin ist, im Inneren ist dieser Mensch total zerbrochen, weil er dich braucht oder sie dich braucht. Weil diese Liebe zu dir ist so stark, dass es diesen Menschen zerreißt. Also gib dem Ganzen hier, guck mal, ich sag's gerade noch, es zerreißt diesen Menschen, ja. Gib dem Ganzen hier wirklich eine Chance, um Schritt für Schritt
nochmal zueinander zu finden, wenn du das möchtest. Aber hier gibt es wahre Liebe, die einfach nur ein bisschen, ja, benebelt worden ist. Ja, aber der Mensch kommt wieder auf dich zu, mach dir keine Gedanken. Buchstabe A, H, U, X, S, B, W, M, N, W, M. Ja, passe die Buchstaben an, wenn nicht, lass sie ziehen. Denk dran, dieser Mensch ist komplett zerrissen, komplett K.O., ja, schläft nicht, ist total am Ende seiner Kräfte, nach außen hin, alles Fifi, alles super, aber nach innen hin, Option 1 und Option 2, dieser Mensch sehnt sich absolut nach dir. Ja, entscheidet ihr, ob es das wert ist oder nicht. Die Liebe ist es immer wert, diesen Menschen eine Chance zu geben. Reagiert aus dem Herzen, aus der Vernunft heraus. Aber traut euch auch, zumindest eine klare Absprache zu treffen. Ein klärendes Gespräch, das niemals was im Raum steht. Wieder, ich wünsche dir alles erdenkliche Liebe. Danke für deine Likes, für deine Abos, für deine Kommentare. Kommentiere, damit ich weiß, ja, wo ich dich abholen kann, wie dein Flow gerade ist. 2 Termine für eine private Legung habe ich noch frei. 4 November, schreib mich also an. Möchtest du mehr Nachrichten haben, drück das Glöckchen und denk dran, sonntags 19 Uhr unsere Live-Chats. Aber wieder, gib dir lieber eine Chance, sobald du bereit bist, ja, diesen Menschen zu verzeihen. Und wenn du sagst, never ever alleine, lass mir das auch in deinen Kommentaren, dann zieh weiter und gib jemand anderen eine Chance. Bis dahin wieder. Bye.